Willkommen zurück zu Lego Herr der Ringe. Hier ist euer guter Hobbinger. Und jetzt geht es weiter. Im letzten Part haben wir erfahren, dass, noch nicht erfahren. Also, Merry und Pippin sind von den Uruks entführt worden. Und die Pferde nehmen jetzt Reis aus. Und, wir versuchen jetzt herauszufinden, was mit ihnen genau geschehen ist. Weil wir wissen nicht genau, ob sie tot sind oder ob sie immer noch leben. Das versuchen wir auch jetzt herauszufinden. Hier die Kadaver von den Uruks, die von den Rohan-Söldnern erschlagen wurden. Und naja, hoffen wir mal, dass wir sie schnell finden. Was brauchen wir? Okay, wir haben das Elbenseil. Der Bogen. So. Nein, dich wollte ich nichts. Ja. Zack. Das ist einer von ihren Gürteln. Ja, das ist Marys Gürtel. Und den kann nur Aragorn benutzen, weil nur er beherrscht das Talent der Spurensuche. Hier ist also etwas. Ein Hobbit lag hier und hier der andere. Wir haben also die Spur. Mal schauen, was wir hier so vorfinden. Aha. Daran können wir das Elfenseil gar nicht ausprobieren. So, graben können wir nicht. Wir sind schließlich zahm. Sie sind gekrochen. Ihre Hände waren gefesselt. Also das ist wirklich gut gemacht, das muss ich zugeben. Wie er sich alles abgespielt hat. Das ist wirklich sehr gut. Die Fesseln wurden durchtrennt. Fesseln wurden also durchtrennt. Das sieht schon mal gut aus. Dann sind sie hier lang gelaufen. Zack. Der nächste Hinweis. Sie wurden verfolgt. Ah, das ist Grishnak, der Ork. Der sich auch im Film verfolgt und fressen wollte. Da sie ja nur das madige Brot bei sich hatten und sonst nichts zu essen hatten. Dann kamen sie auf die Orks auf die glorreiche Idee, die Hobbits zu essen. Aber die Urukais, sag ich mal, beschützten die Hobbits quasi, weil sie klar machen, dass sie nicht zum Fressen da sind. Und dann entbrannte schließlich der Hungerskampf zwischen den Uruks und den Orks. Die Spuren führen fort von der Schlacht. Zum Fangornwald. Fangorn. Welch Wahnsinn trieb sie dort hinein. Hier sieht man's. Checkpoints. Speichern und fortfahren. Und Grishnak ist hinter uns her. Los, 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 los! Oh,
Oh nein, er schickt 4 Orks ins Getümmel. Das sind, glaube ich, Mordor-Orks. Wir können den nicht benutzen, wir sind nicht stark genug. Ja. Los, 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 los. Ja. Ja. Ork. Alter, wie die hier runterspringen, ja. Flankenangriff. Ein Mordor-Ork-General. Wenn ein Ork von einem Hobbit niedergemacht wird. Los, 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 los! Los, 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 los! Bäume! Auf einen Baum pippeln! Ist weg! Oh oh! Larry! Seid ihr das? Vielleicht seid ihr das nicht. Der weiße Zauberer wird es wissen. Also die Stimme ist jetzt nicht so beeindruckend wie im Film, aber man kann eben nicht alles haben, ne? Cool. Pippin. Ey, komm, ich nehm dich mal, Alter. Und jetzt sind wir Baumarts. Wuhu! Viele denken, die Ents hätten wir nicht vor gar nichts Angst. Aber das stimmt nicht. Na gut, Orks werden ihnen jetzt wohl keine Probleme machen. Was ist das? Hey, was mache ich eigentlich? Vor Orks fürchten sie sich nicht. Aber dafür vor etwas anderem. Einige wissen das vielleicht schon. Genau. Sie fürchten sich vor Feuer. Sonst wird es ihnen ganz schnell Brennholz gemacht. Wir könnten dem Feuer nämlich nicht zu nahe kommen. Also naja, abgesehen von Fackeln. Die werden uns ebenfalls keine Probleme machen. Es sei denn, sie schmeißen sie nach uns. Jetzt hoffe ich, trample ihn mal nieder. Wir haben mal alles zerstören hier. Wir sind voller Zerstörungswut. Ents fürchten das Feuer. Wasser! Genau auf dem Pilz gelandet.
Da ist er. Der weiße Zauberer. Saruman. Ist das wirklich Saruman? Ist er das? Auf der Fährte der Hobbits. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Wie immer. Keine neue Charaktere zum Kauf verfügbar. Wie viel Prozent Gold haben wir? 82? Ja, ist nicht schlecht. 317.000 Stats. 11 Steine. Geschichte fortsetzen. Das sind seltsame Spuren. Die Luft ist so stickig hier. Oh. Der weiße Zauberer, er nähert sich. Ihr dürft ihn nicht sprechen lassen, sonst blendet uns sein Zauber. Perfekt ausgewichen. Zerstört. Bananen. Ihr verfolgt die Spuren zweier junger Hobbits. Wo sind sie? Sie sind hier durchgekommen. Aber man kann ja nicht schon erkennen, wer das ist, ne? Wer seid ihr? Es ist Gandalf! Gandalf. The White. Ich bin Gandalf, der Weiße. Der Gimli. Und ich kehre zurück zu euch. Am Wendepunkt der Gezeiten. Sauron wird sich Sarumans bedienen, um Rohan zu vernichten. Es wird Krieg geben. Schattenfell. Der Fürst aller Rösser und mir durch viele Gefahren ein treuer Freund. Wir müssen schnell nach Edoras reisen. Nun, also nach Edoras. Und im nächsten Part geht es dann weiter in den Totensümpfen. Bis dahin alles Gute und ciao.